Ja, willkommen hier zur 68. Episode Spiel, Spaß, Spannung, Entertainment, vielleicht sogar ein paar anderen Überraschungen. Aber das entscheide nicht ich, das entscheidet der lieber guter Moderator des heutigen Tages. Euer gut gelaunter Moderator, Davy, wir sind in Nummer 68. Wir beginnen mit einer Runde Schneefrei, weil es First Person Skater. Nee, das war der liebe Okawa, der es wollte. Sieh dir mal, ich verwechsel total. Ja, deine pure geniale Ansage hat mich komplett verwirrt und sehr ziemlich gemacht. Aber wer ist natürlich unser Wassertyp am heutigen Abend? Titten. Okay. Also unser Mitspieler Titten ist heute wieder auch mit am Start. Okay. Herrlich. Du musst dich jetzt in Titten umbenennen. Ja. Neuer Banner. Möpse. Möpschen. Ach ja, herrlich. Oh Gott. Was ist das jetzt? Ja, wenn die erste Episode draußen ist, dann müsste auch die Gamescom sein an dem Wochenende, ne? Ja, sicher. Ja, auch einiges zu sehen sein. Sicher, wieder. Und dann Mario und Rabbids spielen. Ja, mal gucken. Ist auch die Woche. Boah, das wird genial. Mario Rabbids. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich freue mich sogar mehr drauf auf Mario und Rabbids wie auf Mario Odyssey, ganz ehrlich. Okay. Ich weiß, obwohl ich ja Mario Odyssey... Ist doch mehr so ein Strategiespiel, oder? Ja. So wie XCOM. XCOM, ja, so ähnlich. Ja. Oder Fire Emblem halt, ja. Deswegen, aber ich weiß nicht, es schickt mich, der Humor schickt mich einfach irgendwie. Ja, weil Rabbids, ne? Ja, richtig, weil Rabbids, genau. Weil Rabbids. Deswegen, und viele sagen sogar, es ist das bessere Mario-Spiel bis jetzt für die Switch. Was eigentlich schon eine pure Ironie ist, ja. Hallo. Ja, ich bin eh nur so ein 2D-Mario-Spieler. Ja, ich auch, weiß, aber Odyssey habe ich auch vorbestellt, weiß, weil es halt das erste andere Mario sein wird. Auf jeden Fall. Weiß, aber... Aber wie soll man das formulieren? Wenn ich schon höre oder lese, es wird kein Game-Over-Skin geben bei Mario, weil er dann anstatt Leben Münzen verliert, finde ich das schon merkwürdig. Wo ist dann die Spielspaß-Freude dabei? Ja gut, die probieren das andere so aus, ne? Ja, aber es ist halt dann, finde ich, ein bisschen too much easy gemacht, weißt? Ich meine, ich bin eh mal gespannt, ob das mit dem Konzept mit dieser Mütze funktionieren wird, ganz ehrlich. Ja, super. Jetzt kommt so ein cooler, hässliches Ding. Super. Scheiße. Egal. Ich warte halt, bis ein 2D-Mario rauskommt, weil... Scheiße, die 3D-Marios haben mir es nie angetan. Ey, Mario 64 soll ja... Oh, dieses Paper Mario, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das war auch cool. Ja, aber das ist halt eher ein Rollenspiel, ne? Ja. Wenn man so will. Aber Paper 2D. Mario. Ja, klar. Obwohl ich es noch nie gespielt habe. Ich habe noch nie Paper Mario gespielt, ja, steinigt mich. Schönes Ding. Schönes Ei. Schön hat er es runtergeholt. Der war wirklich... Na, daran bin ich gut. Ja. Sachen aus von der Decke runterholen. Hast leider den Beruf verfehlt, hä? Hättest Dachdecker werden sollen. Liebes... Wartet. So. So, und jetzt? Ist jemand da? Doch, einer ist da. Ich habe ihn vorgelegt, er legt ihn mir vor und ich verballer's. Ach, aber die machen aber ein schönes Ding. Die machen ein Eigentor und der zählt für mich und ja, und traumhaft und... Ey, ich hoffe, das Höschen ist nicht dabei nass geworden. Nö, das wäscht gerade. Er hat nichts drunter. Einmal nackt. Gar nicht. Nö. Du, der eine wird titten, du bist nackt. Nein, bin ich nicht. So, Vorlage von Titel.
Und ich mache einen Pfosten. Nackt verkackt ihn. Nackt verkackt. Ja. Eieiei, das darf doch echt nicht wahr sein. Oh, aber der kommt nochmal. Genau vor die Kiste, scheiße. Das Niveau sinkt trotz kein Alkoholeinfluss. Siehst du, wir können das. Wir brauchen keinen Alkohol dafür. So. Weg das Ding. Sehr, 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 sehr. Der kommt aber eigentlich schön, ne? Der läuft schön. Ja. Der runtergefallen ist wie so ein... Ja, so wie eine Bleikugel. Nein. Wie ein Puck. Wie ein Puck. Alter, wie das Ding durch die Gegend flattert und dann noch von unten ein Tor. Oh, schön. Jetzt aber mit Schmackes hinein. Nein. Scheiße. Ja, Mann, geil. Das war echt geil. Achtung. Geil. Ja. Man nimmt mich auch mal als Ball und macht ihn dann rein. Ja. Stell dir vor, du spielst Billard. Warum? Jemand hat dich angestoßen. Warum ist eigentlich Okawa gerade vorgegangen, obwohl ich eigentlich vor ihm war? Weil ich nicht nach hinten geguckt habe, ob jemand hinten ist. Du siehst es doch vorne. Ja, du siehst es doch, ob jemand vor dir ist. Da bleibt man automatisch hinten, wenn man der Letzte ist. Ja gut, ich bin das Letzte, ich weiß, aber... Jetzt hast du dich selber mal wieder gedisst. Natürlich, das gehört dazu. Ich nehme mich eh nicht so ernst, das wisst ihr doch. Vergiss es. Nicht mit mir heute. Heute klaust du mir nicht den Puck vor die Nase. Auch wenn du den Spielmodus wolltest. Richtig. Mit einem glorreichen Sieg natürlich wieder. Yep. Na, jetzt holt das Ding runter, sonst machen die nur eins. Geht doch. Können wir zufrieden sein, Jungs. Ich bin der Taktiker. Wunderbar. Ich bin der Flieger. So, kommen wir zu einer Runde 3-on-3 Standard. Und bezüglich Urlaub, ja, ich habe erst im... im September Urlaub eine Woche, dann im Oktober Urlaub eine Woche, aber dann ist jetzt in der Eva kurz in Urlaub und dann an Weihnachten bleib ich mal 4 Wochen fast daheim. Oh, was? Auch nicht schlecht. Ich habe wenigstens eine Woche, so. Und da geht schon gut los hier, Tor Nummer 1 für uns. Guck mal, wie ich den mir vorlege. Guck mal, wie ich den mir vorlege. Ist schon ein bisschen arrogant, ne? Tja, aber hast du trotzdem. Weißt du warum? Weil ich's kann. Hast du trotzdem gut gemacht, so. Wollen wir ja nicht meckern. Oh mein Gott. So. Stell dir mal vor, ich kann es nochmal. Euch ihn vorlegen. Ja. Badabum. Tja. Was machst du jetzt? Vorfahren. Abgeblockt. Kugel geholt. Einmal. Mir nochmal. Ah, oh, super. Jetzt haben wir alle das... Oh nein! Ich war 2 Meter zu weit weg. Ich hätte den Rückwärtssalto jetzt ordentlich machen können. Aha. Schön. So. Ich weiß. So, kann ich was draus machen? Nein. Ihr fährt ihn... Keine Ahnung. Oh Gott. Was ist mit denen los? Weiß ich nicht. Irgendwie wollen die nicht. Achso, es ist nur einer drin. Deswegen. So. Der Rest sind Bots. Ja. Deswegen wundere ich mich von Gameplay. Nein, kein Bot, kein Bot. Boah.
So, jetzt hoffe ich auf einen glorreichen, genialen Pass wie den hier. Aber ein bisschen zu hoch! Ein bisschen zu hoch! Ich war perfekt, aber wer da gerade reingeflogen ist, verstehe ich echt nicht. Ich auch nicht. Das war der Bot. Stimmt ja sowas. Der Hollywood. Der Mr. Hollywood, Hollywood Hulk Hogan. So, aber jetzt. So, ein Pass für euch. Oh, schade. Oh, Sticks. Der haut selber am Pfosten. Und jetzt kriegen wir Sticks. So einen... Nein, ich bin da. Oder Prien ist da. Wunderschön. Wunderschön. Oh, wow, 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 wunderschön. Oh, scheiße. So, jetzt brauche ich mal irgendwo eine Brücke. So, ich habe ihn weg. Irgendwie vorgelegt. Schön. Oh. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nein. Torschuss. Jetzt aber. Ja, nein. Ja, jetzt aber. Drück doch rein. Das gibt's doch gar nicht. Dann richtig noch von hinten kam er dann. Alter, was war das? Ach, nee. Da musste wieder der Papa kommen, die reintrügen, die Kugel, ne? Ja, da muss der Papa kommen. Ha, guck mal. Nein! Oder so. Oder so. Guck mal, zweimal verkackt. Als ob es der Bot gerochen hatte. Er hat Geruchsfernsehen, das haben wir noch nicht. Was für Fernsehen? Ach stimmt, der spielt ja über den PC, da spiele ich ja über den Monitor. Das ist der Fernseher ja aus. Der war gerade wunderbare Vorlage und. Nein, doch nicht. Oh. Ich mache ihn selber, okay? Also ganz ruhig da. Wenn ich mir schon mal sehen, wie ich dann mit ohne Boost noch versuche, den zu erreichen. Wenn ich ihn mir schon vorlege, mache ich ihn auch rein, okay? Ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Ganz ruhig, Brauner. Der Papa macht alles. Spaß beiseite. Es war mehr Glück als Verstand gerade, dass ich noch die Drehung hinbekommen habe. So, aber jetzt kann ich was vorlegen. Wie sieht's für euch aus? Super sieht das aus. So sieht das aus. Guck mal, ich habe 3 Tore und 3 Vorlagen. Ist das was? Das ist doch zauberhaft. Das ist auf jeden Fall was. Das war zauberhaft. Das ist pure Disney-Magie. So. Es ist halt schon traurig, dass er alleine die ganze Zeit spielt. Ja, aber er ist wenigstens. Wie eben waren 2 Leute da, die sind ja. Dann gleich wieder raus. Ja. Ja, klar, wenn man den Spielstand sieht, dann hat man auch keinen Bock drauf. Obwohl, wir haben es auch schon mal geschafft zu drehen oder einen Rekord bei 4-0 zurück. Ich glaube. Oh! Ja, Ehrentreffer für einen Bot. Der Bot hat Ehre. Oh, der Juri ist der schlechteste Bot, den ich jemals gesehen habe. 0 Punkte. Sag nichts zu laut, eh? Du hast auch schon mal 0 Punkte. Ich hab 5. 5 ist das Minus. Du hast auch schon mal 0 Punkte hinbekommen. 5 ist das Minusrekord, nicht 0. 5. Nein. Kein Problem. Das gibt's doch nicht. Ja, komm. Besser hätte ich ihn euch nicht vorlegen können. Doch. So, jetzt aber. Jetzt weg. Okay, was machen die eigentlich da? Keine Ahnung, das sind Bots. Ja, ich find's aber immer wieder lustig. Mal guck, der hört einfach auf, dann in dem Moment. Hm. Ja. Wenn die KI sagt, die will nicht mehr, dann ist es so. So, aber jetzt.
Nein, da war ich wow. zu schnell. Wow. Da war ich zu schnell. Ja, manchmal kommt man angeflogen, aber man kriegt dann trotzdem keinen Ball. So. Hey, komm. Gut. Besser hätte ich ihn nicht machen können. Locker flockig ist die Hose geordnet. Zeig mal. Das willst du nicht sehen. Ich will es auch nicht sehen. So, kommt er nochmal? Schiebt ihn jemand hoch? Schade. Schade, aber meine 1110 Punkte habe ich. So, damit haben wir ja eine wunderschöne Session mal wieder abgeschlossen. Wir danken euch vielmals fürs Einschauen. Oh, sogar 1210. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei Rocket League, der Community Action. Euer gut gelaunter Moderator Davy, euer First Person Skater und euer lieber Kawasang. Damit tschüssi, aha. Auf geht's.